hier bei den 25 Stunden in Spa auf der Rennstrecke und sind gerade beim Team Green Hornet und wollten mal nachfragen, wie denn der Start des Rennens vor 6 Stunden mittlerweile für euch verlaufen ist. Wir sind aus der Boxengasse gestartet, da wir ein technisches Problem noch am Fahrzeug hatten. Wir mussten von unserem Ersatzteilträger noch einen Vergaser wechseln. Ja, und seitdem läuft es für uns eigentlich recht gut. Wir sind als Letzter aus der Boxengasse gestartet und liegen jetzt, meine ich, irgendwo auf Platz 55 rum. Von, ich meine, 93 Fahrzeugen, die im Feld waren. Und was erwartet ihr euch von der Nacht noch? Meint ihr, ihr kommt noch was nach vorne oder welches Ziel habt ihr euch ausgegeben bis morgen? Also wenn es so weiterläuft, dann denke ich schon, dass wir locker noch mal so 10 Plätze gut machen können und hoffen dann, dass es sich morgen dann weitersetzt in Richtung Platz 30, Platz 32 rum. Für uns zählt einfach jetzt der Spaß. Wir sind zwar nicht die Schnellsten, aber die Lustigsten sind wir hier. Ja? Also von daher, wir lachen viel, wir haben Spaß und wollen einfach nur ankommen. Und ja, ich glaube, das Motto Fun Cup ist hier, also wir wollen einfach, wir leben das, wir wollen Fun haben einfach jetzt erstmal. Da kommt einem die Nacht auch gar nicht mehr so lang vor, ne? Ja, schlafen ist, ja, ist schwierig, ja, weil du bist so unter Strom im Endeffekt. Und also ich krieg mit Sicherheit diese Nacht kein Auge zu. Ja. Ich habe eben mal versucht, im Stuhl ein bisschen mal die Augen zuzumachen, aber dann guckst du immer wieder auf den Zeitmonitor. Auto fährt noch, wo sind sie, wie viel Zeit und ja, wann muss ich wieder ran? Und das ist, also man ist immer 100% da. Das ist das Problem. Dann wünschen wir noch eine erfolgreiche Nacht. Dankeschön.